Ey, yo, Leute, es ist Sommer, das Wetter ist schön, die Stimmung ist gut. Es ist diese Jahreszeit, diese Zeit des Jahres, in der wir draußen sitzen mit einem kalten Getränk und Ferien haben und Urlaub machen und aufs Mittelmeer schauen und nach den doch eher bedrückenden und unerfreulichen Ereignissen der letzten Tage wieder mal daran erinnert werden, dass im Mittelmeer noch immer jeden Tag Menschen sterben. Unschuldige Menschen ertrinken einfach so. Und diejenigen, die ihnen zu Hilfe eilen wollen, die Lebensretter, kriminalisiert werden, zu Verbrechern erklärt werden von skrupellosen Politikern. Wir haben ja im letzten Jahr schon viel über Seenotrettung gesprochen, so viel wie eigentlich noch nie, auch in den Jahren davor nicht. Und damit war natürlich in gewisser Weise auch die Hoffnung verbunden, dass eine große Öffentlichkeit für das Thema entsteht und dass so ein Druck erzeugt wird auf bestimmte Regierungen der EU, dass sich Menschenrecht besser durchsetzt in der Zukunft und dass die Politik gerade in den Außengrenzen der EU sich nochmal verändert. Das ist nicht der Fall. Stattdessen missbraucht der italienische Innenminister und stellvertretende Ministerpräsident Matteo Salvini die Seenotretter im Mittelmeer, um Stimmung zu machen gegen Flüchtlinge, gegen die Europäische Union, für eine inhumane Politik. Das macht er schon seit einiger Zeit, aber mit den Ereignissen der letzten Tage hat diese unmenschliche, kaltblütige und skrupellose Politik einen neuen Tiefpunkt erreicht. Aber jetzt gibt es wieder mal eine Situation, die das Ganze noch mal etwas heraushebt, weil wir zusehen konnten, wie etwas Unvorstellbares passiert ist, was mit unserem Bild von Menschlichkeit und mit unserer Erziehung, mit unserer Moral und vor allem nicht mit der europäischen Idee vereinbar ist. Da sind also 42 Menschen an Bord eines Schiffes. Eine junge Kapitänin ist für diese Menschen und für ihre 21 Crewmitglieder, die auch Tage und Wochen lang auf diesem Schiff arbeiten, verantwortlich. Kein europäischer Hafen nimmt sie auf. Also entscheidet sich Carola Rackete, diese Menschen irgendwann gegen die ausdrückliche Erlaubnis, die eben nicht ausgesprochen wurde von Italien, in Lampedusa an Land zu bringen. Die einzige menschliche Entscheidung, die man hätte treffen können in dieser Situation. Und jeder von uns, der ein Herz und ein Gewissen hat, hätte exakt das getan. Dann macht sie das und als nächstes wird sie verhaftet und wird jetzt strafverfolgt von den italienischen Behörden. Wir sind der Überzeugung, wer Menschenleben rettet, ist kein Verbrecher. Der kann kein Verbrecher sein. Wer sein Leben einsetzt, um das Leben anderer zu retten, wird niemals ein Verbrecher sein. Nirgendwo auf der Welt und schon gar nicht in einem freundlichen, freien, demokratischen und den Menschen zugewandten Europa. Wer das Gegenteil behauptet, hat nicht recht. Der hat einfach nicht recht. Da steht man etwas ohnmächtig davor und weiß nicht genau, was man jetzt tun kann. Man kann nicht viel tun, das ist ja das Absurde. Wir reden schon ganz, ganz viel und ganz, ganz lang darüber und politisch muss einiges passieren. Wer Lebensretter zu Verbrechern erklärt, ist im Unrecht. Wer Menschen einsperrt, weil sie anderen Menschen das Leben retten, der ist im Unrecht. Das war gestern so, das ist heute so und das wird auch in Zukunft so sein. Und diesem Unrecht tatenlos zuzusehen, ist keine Option. Wir können zwar nicht vor Ort helfen, aber Aber wir können jetzt in diesem konkreten Fall mal wieder helfen mit Geld. Wir können die Kollegen vor Ort, die Menschen, die dort helfen, unterstützen. Wir können einen Fonds einrichten und können den so flexibel gestalten, dass sie mit dem Geld das machen können, was für sie gerade am notwendigsten ist. Und das verändert sich von Tag zu Tag. wir spenden selber und möchten sammeln und euch bitten, auch zu spenden. Nicht viel, so viel ihr wollt. Klickt einfach auf den Link, der ist hier irgendwo entweder eingeblendet oder in der Infobox oder unter dem Video oder in dem Tweet, der ist nicht zu verfehlen. Auf den Link klicken und geben wir das, von dem wir in Deutschland am allermeisten haben in Europa. Geld, wir haben Geld, wir haben doch Geld ohne Ende. Am Geld kann es nicht liegen. So können wir etwas helfen, ihr könnt helfen, ihr könnt mitmachen und man steht nicht ganz tatenlos daneben, auch wenn die tatsächliche Arbeit dort gemacht werden muss und sich in Europa und auf dieser Erde eine Menge verändern muss, damit Aktionen wie diese einfach nicht mehr nötig sind und damit nicht wir alle gemeinsam dafür sorgen müssen, dass jemand, der eine menschliche, klar nachvollziehbare Entscheidung trifft, nicht dafür vor Gericht gestellt wird. Die Europäische Union hat vor wenigen Tagen gemeinsam mit Südamerika die größte Freihandelszone der Welt organisiert. Und wenn die Europäische Union sowas kann, dann dürfte es doch ein Klacks sein, eine menschlichere Flüchtlingspolitik zu organisieren. Man muss es halt nur wollen. Man muss es halt nur wollen. Das ist keine Frage von politischer Orientierung, von Parteizugehörigkeit. Das ist keine Frage davon, ob man religiös ist, ob man in der katholischen Kirche ist, in der evangelischen Kirche, ob man Atheist ist, ob man Agnostiker ist, ob man Moslem ist. Ob man an Buddha glaubt oder an das Spaghetti-Monster, das ist eine Frage von, das ist selbstverständlich. Eigentlich ist das selbstverständlich. Es ist furchtbar, es macht einen wütend.
Und ich hoffe, dass wir mit dieser Unterstützung nicht nur die Moral hochhalten in diesen schwierigen, anstrengenden Zeiten dort unten, sondern auch Dinge möglich machen, die ohne diese finanzielle Unterstützung einfach nicht stattfinden würden. Wer ertrinkt, dem wird geholfen. Wer Menschen rettet, der wird nicht eingesperrt. Ich danke euch ein weiteres Mal, falls ihr mitmacht. Ich danke euch ein weiteres Mal. Vielen Dank. Und wir danken euch. Und wir danken euch.